Sehr Herr Präsident, meine Damen und Herren! Manchmal habe ich das Gefühl, ich könnte vielleicht Wahrsagerin werden. Ich gehöre ja nicht zu den Kolleginnen und Kollegen, die an ein höheres Wesen glauben, wie vielleicht andere. Aber es gibt manchmal Zufälle, die lassen mich kurz daran zweifeln. Am 18. Juni habe ich von diesem Pult hier bei der Lesung des Pflegeausbildungsfonds gesagt, darauf hingewiesen, dass das mit der Schulgeldfreiheit und dem Ausbildungsentgelt schon begrüßenswert ist, aber es keine Lösung für die Miet- und Investitionskosten der Pflegeschulen gibt. Und das wollen Sie also heute nachholen. Ja, habe ich doch schon mal richtig vorwahrgesagt. Ich danke euch. Im April hat jetzt Schwarz-Grün einen Änderungsantrag meiner Fraktion im Ausschuss weggestimmt. Der hat gefordert, nicht nur die Schulgeldfreiheit bei den Heilmittelschulen einzuführen, sondern auch dort die Investitionskosten zu berücksichtigen, die ja da auch anfallen. Und jetzt mache ich meine zweite Vorhersage. Wir wissen ja schon, auch dieses Gesetz, das morgen verabschiedet wird, soll ja evaluiert werden. Und ich bin mir sicher, Sie werden nächstes Jahr ganz plötzlich erkennen, dass es auch notwendig ist, hier die Investitionskosten zu erstatten. Ich freue mich ja darüber, wenn Sie uns unsere Oppositionsarbeit so leicht machen. Aber es wäre für alle Beteiligten, insbesondere für die Schüler und Schülerinnen, aber auch für die Anzuhörenden, viel schöner, wenn Sie deren Argumente schon gleich von Anfang an ernst nehmen würden und nicht immer erst ein oder zwei Jahre ins Land gehen lassen müssen, bevor Sie dann die notwendigen Verbesserungen nachreichen. Weil das führt manchmal auch dazu, dass die eine oder andere Schule schließen muss. Aber jetzt zur Finanzierung der Pflegeschulen. Ich bin durchaus damit einverstanden, dass mit der Intention des Gesetzentwurfs heißt das gut, dass wir hier den Weg für eine umfassende Finanzierung der Pflegeschulen freimachen können. Und ich bin auch froh, dass es eine fundierte statistische Erhebung zur Pflegeausbildung geben soll. Vielleicht bekommen dann auch die Antworten auf meine kleinen Anfragen ans Sozialministerium etwas mehr Substanz. Und ich erfahre auch etwas. Und ich bin auch dafür, dass es der berufsbezogene Spracherwerb auch in der Pflegeausbildung weiter gewährleistet sein soll. Es wäre doch viel erfolgsversprechender, statt überall Arbeitskräfte anzuwerben, dass man die Menschen, die jetzt schon in Deutschland leben und hier vielleicht auch, oder vielleicht auch schon vorher eine Ausbildung im medizinischen Bereich gemacht haben, hier fortbilden und ihnen diese Unterstützung geben würde. Das würde ihnen nützen, auch ihre berufliche Anerkennung zu forcieren, die ja ewig dauert. Tun Sie endlich etwas, damit die Fachkräfte in der Medizin, die dringend benötigt werden, ihre Arbeit tun können und auch ihr Einkommen selbst erwirtschaften können. Aber mit der angemessenen Sprachförderung, meine verehrten Damen und Herren, habe ich da so meine Probleme. Ihre Stundenpauschale soll bei 2,94 € pro Schülerinnen und Schüler liegen. Das sind 2,94 € für Unterrichtsstunde, also Dreiviertelstunde, plus Vor- und Nachbereitungszeit für die Lehrkraft. Da gehören ja auch so Sachen wie Teamsitzungen, Besprechungen dazu. Das ist eigentlich ein ziemlich schlechter Witz, der mit dem guten Verdienst für gute Arbeit überhaupt nichts zu tun hat. Schulleiterinnen und Schulleiter, mit denen ich gesprochen habe, sagen deutlich, wenn wir die Lehrkräfte ordentlich bezahlen wollen, dann muss es mindestens 6 € pro Stunde sein. Alles andere entwürdigt den hohen Anspruch und den hohen Einsatz, den eine solche Tätigkeit als Deutsch als Zweitsprache Lehrkraft hat. Die brauchen auch eine ordentliche Ausbildung dazu. Und hier müssen sie also dringend nachbessern, bevor dieses Gesetz verabschiedet wird, meine Damen und Herren. Der Skandal ist auch, dass bisher sich der Gesetzgeber ja weigert, diese unwürdige Situation zu ändern und eine klare Abgrenzung zwischen Arbeitnehmern und Selbstständigen vorzunehmen, die sich auch die oft Lehrkräfte in der Weiterbildung anwenden lässt. Und das ist ein Thema, das immer wieder die Gerichte beschäftigt. Ich hoffe auch, dass die neue Verordnung nicht zu einem Bürokratiemonster verkommt, sodass die Schulen mit mehrfacher Datenübermittlung beschäftigt werden. Das sind die Bedenken. Aber ich möchte noch auf einen dritten Punkt hinweisen. Da geht es um die konkrete Ausgestaltung der Investitionsmittel. Bei den angemieteten Räumlichkeiten werden die Netto-Kaltmieten erstattet. Das ist logisch.
Damit ignorieren Sie aber, dass in der Regel ein Mieter auch gewisse Instandhaltungskosten hat. Diese Gelder bekommen die Pflegeschulen, die ihr Eigentum an den Gebäuden haben. Die bekommen das erstattet. Das ist eine Ungleichbehandlung. Ich denke, das wird im Ausschuss sicher, in der Anhörung sicher noch eine Rolle spielen. Aber verdenken Sie mir es nicht. Ich musste wirklich sehr laut lachen bei der Begründung, wo Sie den Hinweis mit aufgenommen haben, dass Sie Sale and Lease Back zu Lasten des Landes verhindern wollen. Also, das hat mich wirklich sehr amüsiert. Das sollten Sie einmal dem Finanzministerium mitteilen. Die Kochsche Politik hat Hessen damit mit dieser Methode einen echten Schaden zugefügt. Und schön, dass Sie solche Praktiken verhindern wollen. Aber das hätten Sie bereits in eigener Sache schon längst tun können. Schönen Dank.